Herzlich willkommen zu der heutigen Folge Power mit Beatrice. Ich zeige Ihnen zusammen mit Tamara Settmark drei Übungen für einen flachen, attraktiven Bauch. Machen Sie mit, es lohnt sich. Tamara hat auf dem Laufband 10 Minuten aufgewärmt. Ich zeige Ihnen als erstes eine Bauchlageübung und nachher zwei klassische Bauchübungen. Die erste Bauchübung machen wir in der Bauchlage. Am besten vor dem Aufstehen, weil das Organ gut durchblutet und anregen. Tamara tut die Arme anwinkeln vor der Stirn, die Stirn legt sie drauf, die Schulterblätter zieht sie zum Gesäß. Der Po ist entspannt, die Beine sind entspannt. Jetzt tut sie den Bauchnabel Richtung Rücken ziehen und dann gibt es wie ein Tunnel. Die Spannung hält sie für 8 Sekunden. Sie macht 8 Wiederholungen, eine Pause und dann nochmal 2 Serien. Bei der zweiten Übung trainieren wir die seitliche Bauchmuskulatur und formen die Taille. Tamara liegt seitwärts, die Beine sind leicht angewinkelt. Der linke Arm ist gestreckt nach vorne, Richtung Bein. Der rechte ist gebogen. Die Schulterblätter zieht sie zum Po. Jetzt geht Tamara in die Bewegung hinein. Sie atmet ausatmen und kommt seitlich rauf. Sie atmet und geht wieder zurück und tut nicht ablegen. Sie macht 20 Wiederholungen, dann macht sie eine Pause und dann nochmal 2 Serien. Und nachher kommt die andere Seite dran. Bei der letzten Übung trainieren wir den ganzen Bauch. Tamara liegt auf dem Rücken. Jetzt tut sie die Arme ausstrecken über dem Kopf. Sie tut sie verschränken, damit sie den Kopf reinlegen kann. Der untere Rücken ist ganz fest auf der Matte. Die Beine gehen Richtung Decke. Die Fersen zeigen zur Decke. Jetzt geht Tamara in die Bewegung rein. Sie tut Ausatmung. Mit dem Oberkörper kommt sie nach oben. Der Po wird minimal gehabt. Genau. Der Oberkörper geht nie mehr mit den Schulterblättern am Boden. Sie macht 20 Wiederholungen, dann macht sie eine Pause und dann nochmal 2 Serien. Das war es für heute. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heisst Power mit Beatrice. Das nächste Mal dann wieder mit dem Stefan Tobler.